Ja, hallo, hier ist Lars Bobach und heute möchte ich euch wieder eine E-Mail-App für das iPhone vorstellen, und zwar AirMail hier oben links. Und da gehe ich jetzt mal drauf. AirMail, muss man dazu sagen, gibt es schon ganz lange für den Mac, also für OS 10, und da nutze ich das auch schon ein paar Jahre. Und jetzt wurde gerade die neue App für das iPhone vorgestellt. Ja, und man sieht hier erstmal eine sehr schön übersichtliche Benutzeroberfläche. Und hier kann man dann auch erkennen an den blauen Punkten, was ich schon gelesen habe und was ich nicht gelesen habe. Also alles sehr gut. Und hier unten, ganz interessant, gibt es einen Filter für den Eingangskorb. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nur die ungelesenen anzeigen. Ja? Oder ich kann sagen, welche haben Anhänge. Gibt jetzt keine, ne? Aber ich kann sagen, welche habe ich heute bekommen. Das sind diese. Ne? Und ich habe so eine Smart-Möglichkeit. Ich kann sagen, das sind die Smart-Eingänge. Also da hat eher mehr irgendwie so eine Funktion, um zu erkennen, das sind wirklich wichtige. Das sind jetzt nur Test-E-Mails, die ich an mich selbst geschrieben habe. Also ich kann hier meinen Eingangskorb schön sortieren mit den Filtern. Zeigt aber auch, dass AirMail nicht für Inbox Zero optimiert wurde. Also hier kann man auch mit sehr vollem Eingangskorb sich dann über die Filter ein bisschen helfen. Ja, was AirMail natürlich auch hat, sind diese Wischgesten, ne? Die kennen wir ja mittlerweile. Und was AirMail aber besonders macht dabei, ich habe hier wirklich, ne, vier verschiedene, jetzt sehen wir drei. Wenn ich jetzt mal ganz links anpacke, müsste ich das hinkriegen mit der vierten. Also ich kann hier, ne, bis zu vier Stück einstellen. Ich kann aber auch sagen, nur zwei, wie ich jetzt auf der Seite hier habe. Ne, also das funktioniert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, die will ich später sehen, dieses Schlummern, ne, also Wiedervorlage integriert, kann ich mir jetzt hier angucken, wann ich die wiedersehen will. Und ich will hier mal ein Datum und sage, okay, diese E-Mail möchte ich gerne am Dienstag um 8 Uhr sehen, Datum einstellen. Zack, ist sie aus dem Eingangskorb verschwunden und kommt am Dienstag um 8 Uhr dann wieder hervor. Also hier die Eingangskorb wirklich schön sortiert, ne, mit den Bildern dabei, finde ich wirklich gut gelungen. Gucken wir uns mal die Einstellmöglichkeiten an. Und hier kann ich erstmal sehen, ich habe also nur einen Posteingang konfiguriert und hier habe ich jetzt meine Möglichkeiten, die ich mir jetzt hier angucken kann. Ich kann mir Gesendete angucken, sehr schön auch. Ich kann mir alle angucken, Dokumente, die ich jetzt hier in meinem Eingangskorb habe, die ich bekommen habe. Ne, also alle Anhänge sehe ich hier, die kann ich mir extra angucken. Tolle Sache. Ich kann das aber auch einstellen hier und bearbeiten. Und hier kann ich jetzt sehen, aha, das sind alle Möglichkeiten, die ich mir anzeigen lassen kann. Und auch sehr schön, ich kann nach Kontakten sortieren. Ich kann das Ganze dann natürlich auch noch hier hin und her schieben. Also alles wirklich wahnsinnig viele Funktionen da drin. So, in den Einstellungen jetzt, hier oben sehen wir das eine Konto, was ich habe, jetzt eingefügt habe, extra für diesen Test. Ich kann aber auch Konten hinzufügen. Hier sehe ich jetzt alle gängigen Konten. Wichtig wieder Exchange im Business-Bereich oder Firmenbereich ja sehr, sehr wichtig. Outlook natürlich auch. Und aber hier unten auch POP3. Das haben heutzutage nicht viele oder fast kaum noch E-Mail-Apps, ne, weil POP3 fast kein nicht mehr unterstützt wird. Aber alte Konfigurationen können vielleicht POP3 noch nützlich sein. Was hier jetzt noch ganz toll ist, ist die iCloud-Synchronisation. Ne? Also das ist eine Sache, die ist wirklich klasse. Ich kann nämlich hiermit die Konten, die ich auf meinem Mac schon angelegt habe, einfach synchronisieren. Ich kann die Konten synchronisieren und die Einstellung, die ich in dem Programm auf dem Mac schon vorgenommen habe. Ich muss also nichts mehr doppelt anlegen. Also richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir wirklich zu einer ganz starken Sache hier bei AirMail, die Dienste. Ja, und hier sehe ich jetzt mal, was ich hier alles für Dienste habe. Ne? Ich habe jetzt nur Google Drive eingeschaltet und Todoist unten, ne? Aber ich habe hier alle Cloud-Dienste. Ich habe Wunderlist, Trello sogar, Asana, Todoist unten. Ne? Also ich habe auch Task Manager, an die ich eine E-Mail verschicken kann. Ne? Evernote natürlich auch. Also eine Wahnsinnsvielfalt, Things hier unten, Drafts, ne? Also wirklich wahnsinnige Schnittstellen, die da eingebaut sind, wo die E-Mails dann mit zusammenarbeiten. Sehr, sehr gut. Was aber auch wirklich sehr gut ist, sind die Aktionen. Ne? Das ist, was ich alles mit den E-Mails machen kann, neben den Schnittstellen. Ne? Und hier kann ich mal sehen, was ich alles für Aktionen mit den E-Mails machen kann. Das ist auch schon wieder eine Wahnsinnsvielfalt. Und hier interessant ist zum Beispiel, erstelle PDF, ich kann sie teilen. Ja, und hier unten natürlich auch als an Evernote oder Todoist schicken, das hatte ich ja eingestellt. Ne, sehr gut. Interessant hier hüpfen, ne, das ist der deutschen Übersetzung geschuldet, ist ein bisschen krumm. Das soll Bounce heißen, also ich kann auch eine E-Mail bewusst bouncen, also sagen, ich habe es eigentlich gar nicht bekommen. Ja, das ist schon mal gut. Die ganzen Wischgesten lassen sich hier einstellen. Ne? Ich kann also sagen, was ich mit den Wischgesten machen will. Ne? Und hier kann ich sagen, okay, bis zu vier Stück. Ich kann aber einfach eine abwählen. Jetzt habe ich nur noch drei. Das reicht ja normalerweise auch. Und hier kann ich dann auch natürlich Sende an Todoist, Evernote und so. Das kann ich alles mit eingeben.
Also die Wischgesten auch sehr individuell einstellbar. Schlummern kann ich auch anwählen. Ich habe diese Möglichkeiten hier, die ich aber alle individuell noch anpassen kann. Ich kann also in Standardzeit, nächste Woche, heute Abend und dann natürlich auch entsprechend immer Anpassungen vorlegen. Später soll für mich jetzt nicht 4, sondern 3 Stunden sein. So habe ich es dann einfach eingestellt. In der Darstellungsbereich habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten der Darstellung. Ich kann hier zum Beispiel anwählen, wie die Vorschau aussehen soll, ob ich 1, 2 oder 3 Zeilen. Ich mache mal 2 Zeilen, sehe ich ein bisschen mehr. Ob die E-Mail-Adresse mit angezeigt werden soll, ob ich die Kontosymbole oder die Kontofarben, wenn ich jetzt mehrere Konten habe, ich habe jetzt zu Testzwecken ja nur 1, kann ich mir alles anzeigen lassen. Auch hier sehr individuell möglich. Im Workflow auch natürlich Unterhaltungen, Kennzeichensymbolen, Posteingangszähler, auch sehr, sehr viel, was ich da nutzen kann. Ja, erweiterte Möglichkeiten, ob ich Anhänge, ab wann ich Anhänge herunterlade, was mein Standardbrowser, ob ich die Bilder laden will und. Also hier auch wirklich gut. Ich kann eine Standardadresse angeben und was ich ganz toll finde, weil das hat mich auch an AirMail auf dem Mac immer fasziniert, ich kann senden und archivieren. Indem ich lange auf Senden drücke, dann wird die E-Mail direkt archiviert, die ich jetzt beantwortet habe. Also ich muss da nicht senden und danach noch archivieren, sondern ich kann das mit einem langen Druck beides gleichzeitig machen, indem ich das hier aktiviert habe. Also wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Weil ich euch jetzt noch zeigen wollte, wie ich eine E-Mail verfasse, da gibt es nämlich auch ein paar schöne Sachen. Ich habe jetzt hier meine E-Mail, kann hier oben die E-Mail-Adresse eingeben. Wenn ich jetzt aber hier in dem Bereich bin, habe ich hier ganz viele Formatierungsmöglichkeiten. Für ein iPhone schon mal ganz gut. Und ich kann Anhänge hinzufügen. Das sind jetzt die beiden Cloud-Dienste, die ich jetzt nur aktiviert habe. Kann ich natürlich auch jeden anderen noch nehmen. Ich kann Fotos einfach hinzufügen. Und hier unten natürlich auch meine Signatur auswählen. Ich habe eine Standardsignatur, aber ich kann hier ganz viele hinterlegen und die ich dann auch da ausführen kann. Also für mich gibt es hier ein klares Thumbs Up für AirMail. Für 1.0er Version schon sehr, sehr gut. Ein paar Bugs sind noch drin, die wird AirMail garantiert noch ausräumen. Aber wirklich so eine tolle und mit wahnsinnigen Funktionsvielfalt gespickte App. Wenn ihr Fragen zu der App habt, gerne hier auf YouTube oder auf meinem Blog unter larsbobach.de. Da findet ihr auch einen detaillierten Testbericht. Gerne hier auch ein Thumbs Up für mich natürlich und mein Video. Und ich sage mal Danke und auf bald.